unsere eigenen quasi Untersuchungen zum Grenzübergang Hegelschalom-Nickelsdorf aus dem Herbst 2015, wo wir nicht dort waren. Explizit nicht, einerseits, weil wir nicht als Voyeure auftreten wollten und uns mitten ins Getümmel werfen wollten, und andererseits Forscherpech. Wir haben genau zur gleichen Zeit, als es dort losging, eine Einladung zu einer größeren Ausstellung in Tallinn gehabt und sind ungefähr 1500 Kilometer in die falsche Richtung gefahren mit unserem Fahrzeug. Ich lade euch alle ein, danach darunter zu gehen und euch das anzuschauen, weil es durchaus sozusagen symptomatisch ist dafür, wie wir arbeiten. Jetzt ist es halt so, dass wir, ist ein bisschen besonders gut aufgeräumt ausschaut und sehr schick geworden, die Präsentation für diesen Anlass. Aber wenn man sich immer wieder mit etwas beschäftigt und es immer wieder visuell übersetzt, dann kommt man irgendwann einmal in einer Dimension, wo man einen selber schreckt, sozusagen, wie super cool Mainstreaming das ausschaut, was man da gemacht hat, dass man als total deviant ursprünglich argumentiert hat. In meinem Fall ist es so, dass ich eigentlich mich nicht professionalisiert habe, sondern in gewissem Maße deprofessionalisiert habe. Ich habe genau in der Phase im Forum Stadtpark in Graz gearbeitet, als es von allen Seiten beraten worden ist, sich zu professionalisieren, daraufhin in einen de facto Konkurs gegangen ist und wir die Institution geschenkt bekommen haben, allerdings ohne Geld. Und wir mussten dann 5 Jahre lang das reinverdienen, was die anderen ausgegeben haben. Und als wir das geschafft haben und dann das halbwegs hingekriegt haben, dass das läuft, stand die Kulturhauptstadt 2003 an. Und da habe ich dann gesagt, ich kann jetzt wirklich nicht mehr, weil die Erwartungshaltungen sind so enorm und ich kann das überhaupt nicht argumentieren, was wir da herausblasen müssen. Ich habe dann eben, kann man sagen, mich downgegradet und bin jetzt ein freier Projekt-Nix mit meinem Kollegen Michael Hieselmeier, und wir haben den kleinstmöglichen Verein, der vereinspolizeilich zulässig ist in Österreich, der ist bekanntlich sehr klein, in Wien, und der heißt in Tracing Spaces, aber Tracing Spaces soll auch Programm sein, dass wir uns sozusagen mit Räumen, mit Sozialräumen beschäftigen und eben auch die Mobilitäten, die diese Räume prägen, untersuchen wollen. Und ich zeige immer dieses Foto zuerst, was am relativ einfachsten zeigt, was wir tun und was uns interessiert. Es war eben dieses Festival der Regionen, das der Martin Fritz kuratiert hat. Es ist eine Autobahnraststation entlang der Pürenautobahn, wo wir alle im Kulturbetrieb gelernt hätten. Das sei ein typischer anthropologischer Nichtort nach Marc Augé. Da gibt es überhaupt nichts Interessantes, keine Geschichte etc. etc. Wir wissen inzwischen alle, dass wenn man ganz wurscht, was man tut, wenn man einen Ort aufsucht und nicht völlig ignorant ist, dann wird sich ein Nichtort innerhalb kürzester Zeit in einen Ort mit Projektgeschichte, mit Geschichten verwandeln, zumindest in einen Ort innerhalb unserer eigenen Projektgeschichte. Wir haben an diesem Ort, auf dieser Autobahnraststation, ich weiß es ganz genau, weil wir es abrechnen mussten, 11 Forschungswochenende verbracht, sind mit dem Zug, wohlgemerkt, von Wien zur Autobahnraststation gefahren, von St. Pankraz, wo der Michael seine Eltern hat, in seinem Kinderzimmer, dann mit dem Papa-Auto dahin gefahren. Und haben dort sozusagen beobachtet, welche Menschen diese Autobahnraststation zu ihrem gelegentlichen oder regelmäßigen Aufenthaltsort innerhalb ihrer verschiedensten Mobilitätsbiografie nutzen. Das, was man da sieht auf der Autobahnraststation, das hat den Betreiber 20 Parkplätze gekostet, das ist nicht nichts. Weil es aber auf privatem Grund steht, ist mein Autohof und keine Asfinag-Parkplatz, mussten wir nur den Besitzer fragen. Also, und wir haben die Polizei gefragt und den Bauhof, wie man das macht, und alle haben gesagt, ja, du willst das einreichen? Und haben gesagt, na, wir reichen eh nichts ein. Ja, da passt schon. Also wir haben einfach durch Social Appeasement uns die Genehmigungen nicht geholt, sondern wir haben es einfach gemacht. Und man sieht da Mannheim-Istanbul, das ist gewissermaßen abstrakte Wege einer Gastarbeiterfamilie, die da alle 2 Jahre durchfahrt, mit denen wir gesprochen haben. Und ganz klein sieht man da so kleine, dünne, schwarze Stangerln drinnen mit einem grindigen Lautsprecher, wo wir dann befreundete Radiosprecher und Sprecherinnen auch von Radio Froh gebeten haben, sozusagen die Migrationsgeschichten der Leute da aufzusprechen. Wenn man da durchspaziert ist durch diese Installation, dann hat man eben Geschichten gehört von Gastarbeiterfamilien, von Toilettenfachfrauen, die das betreuen, von der Flüchtlingsfamilie aus Banja Luka, vom lokalen Monteur, der da den Kreis fährt, der die Bankomaten abmontiert und deshalb über alle Geschäfte Bescheid weiß, und auch über uns. Wir haben auch einen Weg für uns hineingebaut. Und das hat eben dazu geführt, dass Lkw-Fahrer dort ihre Bierkisten, Bierflaschen abgestellt haben und sich da hineingehört haben, dass sich, das ist jetzt wurscht, dass der Kunstbetriebs,
Bobo-Freunde von uns da vorne sitzen und hinten sozusagen die deutsche Mittelstandsfamilie auf dem Weg in die Adria sich in der Installation einfindet. Oder dass hier die Omi mit dem Enkelkind unsere Installation für Softtennis missbraucht. Das Schild Istanbul oder das Schild Banja Luka sind aber dann interessanterweise auch ganz vorsätzlich von Menschen aus der Türkei und aus Ex-Jugoslawien angefahren worden, die sich dann davor ihre Picknick-Situationen aufgebaut haben, was uns ein bisschen schockiert hat, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass ein normaler Schriftzug so einen enormen emotionalen Effekt haben kann. Das Wichtige an dem Projekt ist jetzt im Kontext dieser Veranstaltung, der Partner war das Festival der Regionen. Das ist natürlich schon eine kulturelle Macht, unter Anführungszeichen, wo bekanntlich mittlerweile alle Gemeinden eh mitmachen wollen, im Gegensatz zur Anfangsphase. Und zum anderen der Grundstückseigentümer, der gehofft hat, dass er ganz viele positive Presse kriegt durch unsere Veranstaltung, und dann unsere soziale Kompetenz. Und das Praktische war, das Publikum hat sich automatisch selbst generiert. Also die Menschen bleiben da zu Hunderttausenden stehen, die haben wir natürlich nicht gezählt. Was uns aber aufgefallen ist, ist beim Projekt, dass man kann sagen, okay, super, Anführungszeichen, erfolgreiches Projekt. Die einzigen, die ja vom Projekt nichts gelernt haben, waren wir. Weil wir natürlich nach dem Ende der Projektzeit, wie das so üblich ist bei Kulturprojekten, völlig ausgepowert und erschöpft endlich wieder nach Hause gefahren sind und uns ausgeschlafen haben und natürlich nur zu einem Künstlergespräch noch einmal hinfahren durften, das natürlich nicht so aus einer Tageszeit war, wo es richtig gebrummt hat. Und das Projekt ist eben wirklich wichtig für mich, so muss ich mich quasi tatsächlich beim Herrn Martin Fritz bedanken, dass wir gesagt haben, so kann es nicht weitergehen. Also wir müssen irgendwo hinkommen, wo wir Projektgelder aufstellen können, dass wir sowas wie das öfters machen können und auch das Geld haben, dass wir uns dort auch aufhalten können, damit wir das, was die Leute dann mitteilen wollen, wenn sie bei Istanbul stehen, auch uns mitteilen und nicht nur sich gegenseitig. Und dann hat sich, wie ihr alle wisst, in Österreich ein Topf namens Art-Based Research aufgetan, eine schreckliche sozusagen Förderschiene für künstlerische Forschung, wo niemand weiß, wie das eigentlich gehen soll. Bei diesem Fördertopf sind wir zum Beispiel bis jetzt nie durchgekommen, weil immer argumentiert wird, wir machen ganz konventionelle Forschung und dann machen wir künstlerische Übersetzung. Das ist nicht Art-Based Research. Wir haben aber stattdessen bei der Stadt Wien, beim WWTF, einen Antrag durchgebracht, den uns die Akademie unterschrieben hat, also jetzt wieder Kooperationspartner, die mächtige Akademie der Bildenden Künste, wo durch irgendwelche freundschaftlichen Verhältnisse wie auf einem Institut für Kulturtheorie oder sowas ähnliches gelandet sind, wo eigentlich niemand sich für unser Projekt interessiert hat, aber sie haben es unterschrieben. Und das war komischerweise ein Humanities Call, also für Geistes- und Sozialwissenschaftler, die sich, so haben wir eingereicht, mit den Verkehrskorridoren, mit der Lebenswelt entlang der Knoten an den Verkehrskorridoren zwischen ehemaligen Osten und Westen beschäftigen. Die heißen tatsächlich im Techniksprech paneuropäische Verkehrskorridore und sind ein Prioritätsprojekt der EU, dass man diese sozusagen dazugewonnenen Länder möglichst schnell mit möglichst tollen Schiffsverbindungen, Straßenverbindungen, Autobahnverbindungen miteinander verbindet. Wir wissen alle, dass diese Verbindungen manchmal gar nicht gebaut werden oder wenn sie gebaut werden, mehr Leute abhängen als verbinden. Das ist der EU aber wurscht, weil die EU ist ein positivistisch sozusagen denkendes denkende Identität und wenn man EU-Projekte macht, muss man ja irrsinnig oft evaluieren und immer sagen, was das der EU bringt und der Integration und der Weltfrieden, also auf Europa beschränkt. Also das ist einem am Anfang einmal irrsinnig zuwider, aber man entwickelt dann schon sozusagen so eine ironische Distanz zu diesem Vokabular, weil man es einfach nicht glauben mag, was man leistet als Künstler. Also was wir zuerst diskutiert haben, sozusagen, was tun wir eigentlich, also was leisten wir für die Gesellschaft, ist bei einem normalen Forschungsprojekt ja selbstverständlich, sonst kriegt man es gar nicht, also wir treiben die Wissenschaft voran, wir treiben die Kunst voran, wir treiben Europa voran, wir treiben diese Armutschkal in Bulgarien voran, die ja ohne unsere Hospitalisierung ja gar nicht weiterkommen, wir schreiben natürlich dazu, dass wir wissen, dass das ein postkolonialer Diskurs ist und dass wir die Schuldigen sind, aber wir nehmen trotzdem 200.000 in Bulgarien, geben wir nur 50.000. Da regen sich die irrsinnig auf drüber, aber sie nehmen es trotzdem und unterschreiben, weil man möchte dabei sein. Aber im Rahmen dieses Projektes haben wir dann eben wirklich mehrere Knoten abfahren können, über die ich jetzt nicht explizit berichte, aber ein Teilprojekt war, dass wir
die größte LKW-Firma aus dem Sozialismus in Bulgarien, Sumat, sozusagen als unser Subforschungsfeld mit einer Partnerin ausgewählt haben. Und wir sind dann einfach ins Headquarter von Sumat gefahren. Sumat gibt es aber nicht mehr, das ist von dem deutschen Willy Betz gekauft worden. Aber es gibt das ehemalige Headquarter noch. Und das ehemalige Headquarter hat eine Kantine. Und in dieser Kantine haben wir eine Ausstellung gemacht, wo wir eigentlich alles das, was wir vorher aus dem Archiv der Firma geklaut haben, also wir haben es nicht geklaut, sondern wir haben die Sekretärin so lange beziert, bis sie uns einfach alles mitgegeben hat. Sie fand es alles so wahnsinnig kompliziert, in ihrem Büro was zu scannen oder jemanden zu fragen, ob man das darf. Das ist alles, da hat sie aber gesagt, wir sollen es einfach mitnehmen und tun, was wir wollen, und bringen es wieder zurück. Also wir haben es dann wortwörtlich zurückgebracht, nämlich in die Kantine. Und dort eine Ausstellung gebaut. Und diese Ausstellung war sehr erfolgreich für uns wiederum. Wir mussten wahnsinnig viel Schnaps trinken. Irrsinnig viele Menschen haben auf Bulgarisch auf uns eingeredet. Wir haben nichts verstanden, weil wir total sprachinkompetent waren. Und unsere Forschungspartnerin war nie da, weil es war eine echte Historikerin, die nur mit Archiven arbeitet und nicht mit Menschen. Aber zum Glück gab es in dieser Werkstatt auch eine Bildungselite, nämlich den Werkstättenleiter. Der hat in Wien gearbeitet, bei Sumat Wien, zur Zeit des Kalten Krieges, und hat uns sofort mitgenommen und hat uns wieder mit Alkohol versorgt, aber sehr tolle Geschichten erzählt, von denen wir jetzt, wenn man so echten Research macht, in einem Problem sind. Weil dürfen wir das wiedergeben, was der gesagt hat, wo gar nicht abgesichert ist, ob er das sagen darf? Wenn wir jetzt sagen, ist er Bulgare, dann sind wir wieder total rassistisch und politisch inkorrekt. Der sagt das heute, gell? Und wir haben auch gefragt, er hat gesagt, das ist doch mir wurscht. Also, oder wir wollten herausfinden, von wem die tollen Fotos sind. Weiß keiner, interessiert niemanden. Fragen die, was habt ihr denn? Habt ihr es eh? Also was fragt ihr noch? Blöd. Aber ich würde sagen, wieder, wir haben das Projekt sozusagen genau dorthin gespielt, wo es herkam und wo es eine Teilung des Wissens gibt und von emotionalen und fachlichen Interessen. Und dadurch sozusagen ist man dann aber, und das ist unsere Erfahrung, völlig überfordert mit dem, was einem überhäuft wird. Also man glaubt, die glauben dann, wir sind ein ethnografisches Museum. Und wir haben nur einen kleinen Vortransit, also so viel konnten wir gar nicht mitnehmen, wie sie uns dann geben wollten.